Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie heute aus der Galerie am Berg des Kunstvereins zu Rostock. Und hier wird heute, nämlich am 14. Dezember, ein Jubiläum gefeiert. 30 Jahre Kunstverein zu Rostock. An meiner Seite Thomas Henschel, selbst Künstler, Fotograf und Vorsitzender des Kunstvereins zu Rostock. Eine wunderschöne Ausstellung hier gleich auf den ersten Blick. Er schließt sich sofort. Er hat ein bisschen einen seltsamen Namen. 763. Sie haben es mir schon gesagt, wofür das steht. Können Sie uns den Zuschauern nochmal sagen? Drei Zahlen, 30? 30 Jahre. 30 Jahre Neugründung des Kunstvereins. 263? 263 Ausstellungen in diesen 30 Jahren. 763? 763 Künstlerinnen und Künstler, die wir hier gezeigt haben. Wahnsinn, Wahnsinn. Das sind beachtliche Schranken. Wie konnten Sie da überhaupt auswählen? Wir haben tatsächlich jetzt ausgewählt für diese Ausstellung einmal einen Querschnitt, der irgendwie repräsentativ ist, also alle Stilrichtungen, alle Zeiten, also das Ausstellungsprogramm hat sich auch ein bisschen verändert über die 30 Jahre und dann auch ein bisschen nach Verfügbarkeit. Also wir haben viel aus unserer eigenen Sammlung genommen, aktuell auch Künstlerinnen und Künstler angesprochen und teilweise auch Leihgaben von anderen Kollegen und Museen bekommen. Ja, da arbeiten wir uns jetzt ein bisschen durch. Eigentlich hat alles ja viel früher angefangen, nämlich in den 1920er Jahren mit dem Kunstverein zu Rostock. Diese 70, 80 Jahre habt ihr euch einfach gespart. Ja, eigentlich hat es ja noch früher angefangen. 1840 ist der Kunstverein gegründet. Und 1840 genau. Haben also Rostocker Kaufleute, Mediziner und Geschäftsleute einen Kunstverein zu Rostock gegründet. Einfach mit dem Ziel, überhaupt erstmal bildende Kunst zu sammeln, überhaupt erstmal bildende Kunst im Publikum nahezubringen. Das war damals auch die Boomzeit, also die meisten Kunstvereine in Deutschland viele Kunstvereine sind in dieser Zeit entstanden. Und das hat sich dann fortgesetzt. 1909 wurde das Kunstmuseum der Stadt, also die jetzige, was jetzt unter dem Namen Sozietät bekannt ist, auch auf Initiative des Kunstvereins und des Altertumsvereins errichtet, also das erste Kunstmuseum für Rostock. Und dann gab es eine sehr enge Verbindung zur Vereinigung Rostocker Künstler. Das waren also nicht die Kunstvereine, die Kunstförderer, sondern die Künstler selbst hatten ihre Vereinigung. Da können wir jetzt nicht mehr so tief ins Detail gehen, aber ihr habt zumindest Bezug darauf genommen, indem ihr auch hier in der Ausstellung zwei Positionen habt. Genau, wir haben hier zwei Positionen, und zwar von Toro Balzer und Dürte Helm, die beide Mitglieder der Vereinigung Rostocker Künstler waren, also eines Vereins, der 1920 gegründet wurde. Und wir haben eine Ausstellungsreihe, jedes Jahr nehmen wir einen dieser Künstlerinnen oder Künstler und stellen ihn in eine Beziehung zu aktuell arbeiten. Ein Schwerpunkt dieser Ausstellung ist auch Grafik, genauso wie eurer Arbeit, auch im Kunstverein. Wie kommt das? Ja, das kommt dadurch, dass unser Sammlungsbestand sich vor allen Dingen aus Grafik speist. Damit haben wir eigentlich 1991 gleich angefangen. Zum Teil lassen Künstler aus Ausstellungen arbeiten in unserem Besitz oder wir sind irgendwie anders dazu gekommen. Und da gibt es Beispiele. Jetzt zum Beispiel wäre Falko Böttcher natürlich zu nennen, der auch einer der ersten Vorsitzenden, langjährigen Vorsitzenden, einer der Initiatoren des Kunstvereins war. Und wen haben wir jetzt hier noch? Ulrich Materna haben wir zum Beispiel hier. Oder Friedrich Wilhelm Fredwurst. Also das ist vor allen Dingen auch ein Überblick aus der Grafikerszene Mecklenburg-Vorpommern, vielleicht bis ins Brandenburgische, bis Berlin rein. Ja. Alles wunderbare Positionen, wunderbare Grafiken auch. Das lohnt sich wirklich, das anzustellen. Ich habe mich versucht, natürlich hier in der Ausstellung zu orientieren. Schon die Kuration dieser Ausstellung ist ein eigener künstlerischer Ansatz, wenn man so will. Die Bilder so zu hängen, sie sind nicht chronologisch geordnet. Nach was für Gesichtspunkten seid ihr vorgegangen? Da sind wir eigentlich so vorgegangen, dass wir tatsächlich erstmal eine Auswahl gemacht haben, was haben wir an Arbeiten und dann geht man tatsächlich so vor, dass man sich die Bilder erstmal hinstellt und dann guckt, wie kann das Ganze in Klang ein eigenes Bild ergeben. Und das waren Prozesse über den ganzen Tag eigentlich, bis wir überhaupt erstmal anfangen konnten, was an die Wand zu bringen. Ja. Du bist selber Fotograf, du bist selber also auch Künstler. Nach was für Gesichtspunkten wählt man da aus? Nach was für Gesichtspunkten stellst du da zusammen? Was erwartet den Besucher hier? Das ist tatsächlich schwierig zu beschreiben, weil es sind sehr, so wie die
das Produzieren von Kunst vielleicht auch über sehr viele Strecken auch ein intuitiver Prozess ist. Man schaut einfach, was klingt zusammen, macht vielleicht mal einen Schwerpunkt Köpfe oder einen Schwerpunkt Figuren oder einen Schwerpunkt Fotografie, wo wir vielleicht auch gleich mal hingehen, um ein bisschen ein ordnendes Prinzip reinzubekommen. Aber eigentlich ist es eine sehr ungewöhnliche Herausforderung, also so viele Arbeiten, es sind ja 89 Positionen hier überhaupt in diesen kleinen Räumen zu zeigen. Ja, liebe Zuschauer, aber das macht ja das Wesen der Kunst aus. Man kann es nicht beschreiben, man kann nicht endgültig darüber sprechen, sondern man muss es erleben, also herkommen und diese wunderbare Ausstellung natürlich anschauen. Und wir gehen jetzt zu den Fotografien. Hier ein wunderschönes Bild von Stromberg, der Stil, der sofort zu erkennen ist. Wer Stromberg-Ausstellungen gesehen hat, der weiß, was dieser Fotograf auch kann. Aber natürlich dann hier auch andere starke Positionen. Pölko ist ein Name hier, gerade verstorben vor kurzem. Gerhard Weber, der lebt noch irgendwie, habe wunderschöne Ausstellungen, wunderschöne Bilder aus der DDR-Zeit, noch aus der Wendezeit. Du bist selber Fotograf, deine Bilder sind nicht hier. Nee, meine Bilder sind in dem Fall nicht dabei. Aber ich habe tatsächlich auch den Ehrgeiz, einmal im Jahr im Programm, das sozusagen das, wo ich mich dann mal selber stärker einbringe, eine Ausstellung mit Fotografiepositionen zu zeigen. Und da gibt es halt einen ganz kleinen Einblick hier, also mit diesen fünf Leuten. Das ist also noch Lars Heidemann und Heiko Krause, zwei Greifswalder Fotografen. Und das, was ich mir speziell gewünscht habe von Gerhard Weber, halt wirklich das Foto zu haben, wo man auch aus den 1980er Jahren unsere Galerieräume sieht. Also hier unten befinden wir uns jetzt gerade. Ja, wunderbar. Und man sieht natürlich auch deutlich, wie es in Nachwendezeiten hier ausgesehen hat und natürlich im Vergleich zu heute, wie es heute aussieht. Das ist natürlich fantastisch. Wenn wir uns jetzt umdrehen in diese Richtung hier sehen wir ja auch wieder unterschiedlichste Positionen aus unterschiedlichen Zeiten der letzten 30 Jahre, wenn man so will. Hier ein sehr farbenfreudiges Bild. Broschewitz ist ein Name hier in der Region, schon ein junger Künstler, eine junge Position auch. Was spielt das für eine Rolle in eurem Ausstellungsprogramm? Weil das spielt immer wieder eine Rolle tatsächlich. Und mit Carlo Leopold Broschewitz hatten wir vor 2 Jahren eine große Personalausstellung, die auch sehr erfolgreich war. Und deshalb war es völlig klar, dass der natürlich in diesem Jahresrückblick auch eine Rolle spielen muss. Und er macht halt eigentlich keine kleinen Arbeiten. Insofern haben wir hier ein Bild, was vielleicht ein bisschen in der Reihe, im Ausstellungskontext aus dem Rahmen fällt, aber genau das ist das, worüber wir vorhin gesprochen haben. Wie gliedert man eine Ausstellung, also dann eine Position zu finden für das Bild im Raum, wo es einfach auch nochmal eine Funktion hat, ein bisschen den Raum zu organisieren. Und das funktioniert ja, glaube ich, ganz gut. Ja, 263 Ausstellungen in 30 Jahren, das ist ja Wahnsinn wirklich. Woran messt ihr den Erfolg einer Ausstellung? Natürlich vielleicht an der Besucherzahl, aber woran macht ihr es noch fest? Da gibt es, glaube ich, verschiedene Kriterien. Das ist natürlich die Besucherzahl. Wir freuen uns über Ausstellungen, die eine große Besucherresonanz haben. Unter den Ausstellungen, die haben ja nicht alle hier stattgefunden, ist zum Beispiel auch die jährliche Kunstbörse dabei, die wir gemeinsam mit der Ostsee-Zeitung veranstalten. Da misst sich dann vielleicht der Erfolg auch ein bisschen an dem Erfolg in der Versteigerung, in der Auktion, der da dranhängt, wo wieder junge Künstler unterstützt werden. Und es ist natürlich auch immer schön, Leute auszustellen, wo man dann sieht, nach 5 oder 10 Jahren, die sind einen Weg gegangen, wo wir einfach auch am Anfang vielleicht ein kleines Stück mit beteiligt waren. Ihr legt aber in den Ausstellungen auch immer klares Bekenntnis ab, natürlich zur Geschichte Rostocks, auch vor den 30 Jahren, nämlich in der DDR-Zeit. Rando Gerschewski ist zum Beispiel so ein Künstler, der in Heiligendamm zur Schule ging, dann eine weitere Ausbildung gemacht hat. In Heiligendamm gab es diese Kunsthochschule, aber auch Dietrich Becker zum Beispiel, ein DDR-Künstler. Ihr habt sogar ein Bild von 1977 ausgestellt. Was hat es damit auf sich? Das wirkt, sieht einerseits aus wie von 1977 und dann doch nicht. Genau, es hat ja auch 2 Jahresangaben, nämlich 1977 und 2022. Das ist eine Strandszene, die
in den 70er Jahren gemalt wurde von Dietrich Becker. Und ich war bei ihm im Atelier, um mir eine Arbeit für die Ausstellung auszugucken. Das ist mir sofort ins Auge gefallen, weil es eben zu frisch ist. Und man sieht einfach, da ist einfach auch die Kraft noch da. Dietrich Becker ist jetzt über 80 und geht halt auch manchmal noch an seine alten Bilder ran und hat sie hier einfach mit einer neuen Farbigkeit ja eigentlich nochmal neu belebt. Das fand ich sehr faszinierend, deshalb ist das Bild hier dabei. Liebe Zuschauer, das war schon wieder mit unserer kleinen Reise durch die Geschichte des Kunstvereins hier mit diesen wunderschönen Bildern in der Ausstellung, die sich unbedingt lohnt, ein Besuch. Aber Thomas, bringt es mit sich, wenn man 30 wird, schaut man natürlich 30 Jahre zurück, aber auch 30 Jahre voraus, vielleicht nicht so lang, sondern vielleicht nur aufs nächste Jahr. Was habt ihr an Ausstellung vor? Wir haben nächstes Jahr ein Ausstellungsprogramm wieder mit 8 Positionen, das ist so eigentlich jedes Jahr so. Starten mit der 14. Stipendiatenausstellung, das heißt die Stipendiaten der letzten 2 Jahre, die über uns hier ihr Atelier haben, werden zeigen, was in der Zeit in Rostock entstanden ist. Wir haben traditionell jedes Jahr eine Ausstellung zum Tag der Druckkunst, der im März stattfindet. Da wird es diesmal um Radierungen gehen. Und wir haben 2 Bildhauerpositionen. Das zeigt wieder dieses Jung und Alt. Wir haben nämlich Stine Albrecht, die voriges Jahr den Kunstpreis der Stadt Rostock gewonnen hat, und Wolfgang Friedrich mit einer Einzelausstellung am Ende des Jahres. Ja, Thomas, vielen Dank für dieses Gespräch, vielen Dank für dieses Interview. Wir werden euch natürlich begleiten, hoffentlich auch die nächsten 30 Jahre. Und liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich wiederhole mich, wenn ich sage, besuchen Sie hier die Galerie am Berg, 30 Jahre Kunstverein zu Rostock. Das lohnt sich.